Zweimal. Das bin ich einfach gar nicht mehr. Den größten, den es gab. Wie in guten alten Weekly Bits and Pieces Zeiten. Erstmal Naked Dread. Ich mache mich bereit für den Tag, wie ihr seht. Es ist draußen dunkel, kalt, Regen. Das Typische halt, wie es aktuell ist. Deswegen probiere ich mein Make-up. Wie soll ich sagen? Ich benutze auf jeden Fall schon mehr Puderprodukte im Winter, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Aber ich probiere auch einfach ein bisschen strahlender natürlich auszusehen. Weiterhin mein Glow zu behalten. Aber irgendwie alles ein bisschen winterlich. Und ich habe letztens bei Instagram mich wirklich so in Windeseile fertig gemacht. Und danach habe ich ganz viele Fragen gehabt, was ich da genau getan habe. Deswegen habe ich hier mal gerade einfach so meine Base einfach vorbereitet, wie ich sie immer habe. Es ging vor allem um die Augen. Und mein Nummer 1 Tipp ist, wenn ihr sagt, oh, ihr habt keine Lust auf viel Tamtam bei den Augen. Und das ist alles irgendwie bloß nicht ein bisschen Concealer. Um das nochmal hier so ein bisschen zu preppen. Ihr wollt einfach schnell fertig sein. Ich bin da bei euch. So bin ich auch schon sehr, sehr lange. Und trage auch einfach keine krassen Augen-Make-ups mehr. Das ist einfach irgendwie so im Alltag. Das bin ich einfach gar nicht mehr. Deswegen nehmt euch einen Bronzer, den ihr habt, der am besten sehr, sehr warm ist. Also schon orangene, sehr warm-braune Untertöne. Dieser hier hat das, der ist jetzt von Make Up For Ever. Undetectable Face Contour. Ich liebe, liebe das Produkt. Hier kommt gerade die Sonne raus. Oh mein Gott. Ihr sollt ja auch was erkennen. Was ist denn da los? Ist aber so für Bronze einfach schon, aktuell bin ich dafür viel zu weiß. Ich sehe aus wie ein Oompa Loompa. Deswegen nehme ich halt den von Laura Mercier. Was aber super ist, das ist einer meiner liebsten Pinsel ever. Der Multitask von Real Techniques. Gehe ich einfach rein. Und dann mache ich halt, seht ihr das? Ich gehe einfach in drückenden Bewegungen von links nach rechts. Drücke einfach ein bisschen das Produkt aufs Auge. So, dann habe ich schon mal hier, seht ihr das? Das ist sofort, und es waren irgendwie 10 Sekunden. Man hat sofort eine Umrandung. Das Auge hat eine Schattierung. Das gibt dem Ganzen Dimension. Und im Grunde habt ihr nichts getan. So, das mache ich auf der anderen Seite. So einfach. Würde ich so fertig, als fertig. Also das war's. Aber was ich an dem besagten Tag gemacht habe, habe ich einfach das Gold aus diesem Duo genommen. Auch hier super wichtig, ganz, ganz warmes Gold zu nehmen. Fluffigen Pinsel, das ist der Blending Shadow 25 von Estee Lauder. Und hier gehe ich einfach nur in meine Lidfalte. Also ihr arbeitet auch gar nicht auf eurem beweglichen Lid oder irgendwas, sondern ich gehe damit wie so ein Scheibenwischer von links nach rechts in die Lidfalte. Und gerade wenn dann mal die Sonne scheint, sieht es halt ultra schön aus. Und das war's. So bekomme ich aktuell meinen goldenen Winter Glow hin. Mit dieser Technik, mit diesen Produkten. So, jetzt schminke ich mich zu Ende. Und dann zeige ich euch ein richtig cooles Haartool, was ich neu habe. Und was ich euch unbedingt zeigen möchte. Also bis gleich. Ich kann es gar nicht glauben.
glauben, es ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen sonnig gerade. Ich habe euch mit in mein Badezimmer genommen, weil ich hier einen größeren Spiegel habe und ich euch gleich kurz ein bisschen was mit meinen Haaren zeigen möchte. Denn für diesen Teil des Videos arbeite ich mit Invisibobble zusammen und ich freue mich so unendlich. Ich weiß noch, als ich vor Jahren das erste Mal einen Invisibobble gekauft habe, als sie ganz neu auf dem Markt waren und meine Schwester es mir immer geklaut hat, weil wir nur ein einziges hatten. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das ungefähr immer so, weil man es allzeit bereit immer ums Handgelenk hat. Die sind halt einfach super flexibel, machen das Haar nicht kaputt und vor allem machen die ja nicht diese, gerade wenn man so glatte Haare hat, nicht den Knick ins Haar. Und was ich jetzt mega toll finde, spricht jetzt die Wellness Journey Yamina, die halt morgens zum Sport geht und die Haare müssen halt aus dem Weg sein. Sprich, hiermit mache ich halt meinen Zopf. Wenn ihr meine Insta-Stories verfolgt, dann seht ihr mich ja morgens immer mit meiner Frisur, sprich hier oben im Zopf, dann flechte ich mir das restliche Haar. Dann habe ich diese Entdeckung gemacht. Das sind die Styling Hair Rings. Seht ihr den Größenunterschied? Das ist ganz, ganz klein. Macht die Haare nicht kaputt, kann man halt ewig benutzen, reißt halt nicht wie sonst so kleine Haargummis, die man sich hier unten sonst hin machen kann. Also das ist auf jeden Fall mein großer Sport-Hack bezüglich Frisuren. Damit kannst du halt jegliche Bewegung machen. Dann zeige ich euch gleich nochmal, wie der Bunstar funktioniert. Ich habe halt drei Frisuren, würde ich sagen, im Grunde. Entweder gelockte Haare, glatt oder dutt. Das würde ich sagen, sind die drei Sachen. Okay, und meine Sportfrisur. Bei mir ist es so, egal was ich für eine Frisur habe, ich darf nichts spüren. Also an meinem Kopf darf keinerlei Druck, ja, oder so eine Zugkraft herrschen, die ja im Grunde irgendwie immer da ist. Ich kriege sofort Kopfschmerzen, es wirkt sich sofort auf meine Augen aus, weil ich ja Kontaktlinsen trage. Ist bei mir so ein ganzes Thema, deswegen ist der Bunstar für mich persönlich eine mega Lösung. Und ich finde es halt auch toll, dass da keinerlei Metall dran sind, also an all den Sachen, weil die halt extrem die Haare kaputt machen. Das ist aus einem Stück gegossen, hat halt so eine S-Form und dreht man dann so ins Haar ein. Zeige ich das gleich mal. Ich habe übrigens noch eine zweite Packung vom Bunstar, habe ich mir gerade überlegt, verlose ich einfach an euch, denn vier Stück brauche ich definitiv nicht. Also unter allen Kommentaren werde ich ein kleines Paket packen. Ihr kennt es von mir, da sind immer noch tausend andere Sachen drin. Und dann könnt ihr den auch ausprobieren. Ich muss euch noch eine Sache zeigen, die finde ich auch so cool im Moment. Das ist der Waver. Also ich habe mein Leben lang immer nur Haarspangen, wisst ihr, diese Haarclips gehabt, die halt aus Metall waren, die an den Haaren gerissen haben, gefühlt 20 Haare dabei rausgezogen haben. Das auch wieder aus einem Stück. Und den klippt man dann einfach hier so fest. Ich demonstriere das mal eben. Mache ich den einfach auf. Und es hält halt so unglaublich gut. Halt richtig solide, aber es tut mir halt nicht weh. Es reißt halt nicht an meiner Kopfhaut. Und es gibt auch noch einen Invisibobble Scrunchie. Da habt ihr quasi das ganz normale Invisibobble verpackt in einem Scrunchie. Ich bin ein jahrelanger Fan von der Marke, deswegen freue ich mich gerade total, dass ich euch auch den Bunstar einmal zeigen kann. Ich hole mal eben meinen Freund, dann kann der das von hinten einmal vielleicht filmen, dann seht ihr das besser, bevor ich irgendwie so halb schräg von der Seite filme. Ich habe meinen Assistenten kurz geholt. Der Bunstar funktioniert ganz einfach. Ihr macht euren typischen Dutt. Wir wissen alle, denkt nicht drüber nach, sonst wird es sowieso nichts. Ich probiere hier nur so ein bisschen noch die Haare vorne rauszulassen, so ein bisschen messy ist. Drehe dann meine Haare ein. Setze ihn dann da an, wo ich meine Haare quasi enden. Und dann drehe ich ihn einfach in mein Dutt ein. Sieht gut aus, oder? I like. Und es tut mir halt nicht weh. Also ich kann jetzt den ganzen Tag tragen und kriege halt keine Kopfschmerzen. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal die Seite. Da könnt ihr mal in der Infobox vorbeischauen. Ich hoffe, ihr konntet gut erkennen, wie einfach das ist, damit einen Dutt zu machen. Deswegen machen wir jetzt einfach eine kleine Verlosung. Packe ich euch da ein paar coole Haartools mit ein. Dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Super einfach mitzumachen. Kommentiert einfach hier unter meinem Video. Und es hat jetzt gerade aufgehört zu regnen, worauf wir gefühlt schon die ganze Zeit warten. Denn wir möchten jetzt etwas ganz weihnachtlich-festliches machen. Deswegen drückt uns die Daumen,
dass es trocken bleibt. Aber ihr kommt sowieso mit, also los geht's. Wir sind jetzt eingepackt. Da seht ihr schon unseren Tannenbaumständer. Hoffentlich passt der da rein. Sonst, den haben wir nämlich von meiner Mama bekommen. Wollten jetzt nicht extra einen kaufen. Sie hat halt noch einen übrig. Aber sonst müssen wir uns vielleicht noch einen besorgen. Jetzt aber erstmal mein Winterlook. Und hoffen wir mal. Also es ist, glaube ich, klar, dass wir jetzt einen Tannenbaum kaufen, oder? Den ersten, den allerersten Tannenbaum, den ich in meinem ganzen Leben kaufe. Ich habe aber auch schon eine Baumspende getätigt. Und ja, los geht's. Hier sind viele Leute auf der Suche nach ihrem Baum. Wir sind aber natürlich auf der Suche nach was Großem. Muss ja auch in die Räumlichkeiten passen. Mal schauen, ob wir hier was finden. Wir sind 10 Sekunden da und wir haben schon zwei gefunden, die hübsch sind. Die haben beide zwei Spitzen, eine für mich, eine für mich. Da sind die beiden. Einmal, zweimal. Also bist du schon tief oder? Zieh den bitte rüber zu dir. Okay. So? Wow! Ich dachte, du hast irgendwie 1 Zentimeter erst, nee. Erst drin. So, ne? So, jetzt brauchen wir die Karre. Es ist ja vom Anfang geblieben, den wir nach 10 Sekunden gesehen haben. Ihr seht, ich bin eine riesengroße Hilfe. Ich dokumentiere alles. Die waren mega nett. Tannenhof Wilters. Wir haben einfach gegoogelt, weil wir nur heute Zeit hatten, um einen zu kaufen. Und deswegen haben wir geguckt, wer offen hat. Und es war super. Da drüben gab es jetzt halt noch gerade Glühwein für umsonst. Also wirklich total nett. Können wir sehr empfehlen. So, jetzt muss ich helfen, den Baum ins Auto zu tragen. Wir sehen uns zu Hause. Da ist er. Der Plan ist, weil wir hier die maximale Deckenhöhe, die wir jetzt natürlich nicht ausgenutzt haben, 5 Meter haben, kommt er da in die Ecke. Den muss ich jetzt einmal freiräumen, da sind noch irgendwie halt Stuff. Aber der hier ist, ja, es war eigentlich zu erwarten, viel zu klein. Deswegen müssen wir morgen früh nochmal einen neuen Ständer besorgen. Und jetzt trinken wir einen Kaffee und dann kommt auch nachher meine Nichte. Die ist nämlich die nächsten 2 Tage bei uns. Und darauf freue ich mich voll, weil wir dann mit ihr zusammen den Tannenbaum schmücken können und auf dem Weihnachtsmarkt und ja, einfach so schöne Sachen machen mit der Kleinen. Da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Jetzt werde ich nochmal die 2. Adventskerze anzünden und dann sehen wir uns morgen. Mein Adventskranz, den habe ich übrigens selber gemacht. Falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, was ja was ein Skandal wäre, seht ihr ihn jetzt. Tada! Minimi ist da, unsere kleine Ballerina und unser Tannenbaumständer wurde gekauft. Was hast du gekauft? Den XXL, ne? Ganz genau. Den größten, den es gab. So. Die haben wir damals in Australien bekommen. Die von meinen Gasteltern bekommen. Wir können natürlich auch oben die Australienflagge einfach als Weihnachtsstern machen. Da muss man da nur ein kleines Loch reinmachen. Ja, das stimmt. Sollen wir es machen? Mhm. Oder lieber Weihnachtsstern? Ich bin für den Weihnachtsstern. Du wolltest doch den Stern oben rauf machen, oder Maus? Ja. Na, dann machen wir das lieber. Lieber ein Stern. Okay.
Vielleicht brauchen wir doch die Leiter. Und wisst ihr was? Ihr wisst ja, mein Freund ist der größte Chefkoch. Aber lass ja, einmal ein Kind hier ins Haus kommen. Da kocht er plötzlich. Wieso? Weil ich nicht in den Topf gucken kann. Wir haben die extra auf die Höhe machen lassen, damit du da unter durchgucken kannst. Kann ich aber nicht. Ja, aber dass du da ranstehst und was kochst, passiert alle Jubeljahre mal. Von daher, ja. Alles gut? Ja. Ich möchte es einfach nicht dafür gemacht, dass ich hier koche. Oh Mann. So, wir kochen gerade ein paar Spaghetti zum Mittagessen. Schnelles Essen, was sie mag. Und dann geht's mit Projekt Tannenbaum weiter. Wir haben hier was ganz Tolles, pass auf. Da ist jemand ganz stolz auf seinen Kauf. Tada! Ja, da hört aber auch die Begeisterung schon auf, denn wie ihr seht, ist die Lichterkette, die ich gekauft habe. Also ich meine, ich hatte damit schon irgendwie gerechnet, aber die ist zu klein und zu kurz und noch nicht so wirklich optimal. Deswegen müssen wir gleich nochmal los und da noch ein bisschen was besorgen. Achso, und ich muss noch ganz kurz zeigen, meine Nichte wird jetzt Modedesignerin. Schaut mal, die hat sie mir geschenkt, die hat sie selber gemacht. Ist das nicht mega schön? Inspiriert von meiner Kette. Meine zwei Armbänder. Wie süß. Wer? Okay, super. Madame hat natürlich keinerlei Geduld, bis wir neue, sag schon, Lichter gekauft haben. Deswegen machen wir jetzt schon mal ein paar Kugeln ran. Zwei hängen. Das ist übrigens mein Farbschema oder mein Farbthema. Weiß. Ach, du nimmst nur die mit Glitzer, oder wie? Also, weiß. Dann habe ich hier die irisierenden. Davon habe ich auch noch einige große gekauft. Ich finde die mega schön. Wollte ich schon ganz viele Jahre haben, so welche. Hier. Super. Ich kann euch das gerne verlinken, wo ich die gekauft habe. Die kann ich euch aber nicht verlinken, weil die habe ich bei Action gekauft. Ich wollte halt so einen ganz leicht grünen Schimmer haben. Und Samt wollte ich eigentlich haben, die durfte ich aber nicht von einer gewissen Person kaufen. Oh, die sehen ja hübsch aus. Stand, ne? Bevor wir jetzt einmal losfahren. Ich fahre jetzt kurz zur Ernährungsberatung. Da hatte ich ja schon zwei Termine. Wenn ich das abgeschlossen habe, gebe ich auf jeden Fall auch ein Resümee, ob mir das irgendwas geholfen hat oder nicht. Und da fahren wir jetzt gleich hin und dann werden die restlichen Lichterketten gekauft. Und ich denke, ich denke, der ganze Prozess wird erst heute Abend irgendwann abgeschlossen sein. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall. Ich bin wieder zu Hause, ungefähr 3 Stunden später. Und jetzt kommt die Kette da oben. Ist jetzt zu viel? Oh, warte. Da ist er. Hat jetzt doch ziemlich lange gedauert, das Ganze zu machen. Meine Nichte schläft und ja, haben hier Philips Hue Lampen an, deswegen ist da so lila. Ich finde es richtig, richtig schön. Mir gefällt auch besonders, Moment, seht ihr das? Na, die beiden Papiersterne, die ich gekauft habe. Wir haben ja 2 Spitzen, haben wir halt den größeren und den kleineren dahin gemacht. In meine irisierenden Kugeln bin ich auch extrem verliebt. Hier die ganz normalen weißen, das sind die Lieblinge von meiner Nichte. Natürlich die glitzern, die hat sie alle auch gehängt. Total süß. Hier sind schon kleine Geschenke drin, die sie für uns gebastelt hat. Die hier finde ich auch so, so toll. Die habe ich bei Action gekauft. Die gibt es leider nicht mehr. Ich war letztens noch mal da. Ich wollte noch ein paar kaufen. Hatten sie nicht mehr. Finde die ganz toll in dem Grün. Oben sind sie noch in Weiß. Oh, sieht das nicht toll aus? Hier habe ich hier die irisierenden, auch noch mal ein bisschen größer. Hier ist noch ein Papierstern. Ich bin ganz happy, muss ich sagen, mit meinem ersten eigenen Tannenbaum.
Was sagt ihr? Wie findet ihr ihn? Ich akzeptiere nichts außer wunderschön. Das ist, glaube ich, klar, oder?